Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Haben wir uns gestern noch über sommerliche Temperaturen gefreut, hat uns heute so eine Art Aprilwetter überrascht. Wind, Regen, Sonne, Wolken, blauer Himmel, da war so ziemlich von allem etwas dabei. Ob das so bleibt, das klären wir im Laufe der heutigen Sendung, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Das sind die Mittwochsnachrichten bei Allgäu TV und zwar mit diesen Themen. Vorbereitung auf die Skisaison, Fronten erneuert Beschneiungsanlage. Fortschrittsbesichtigung, Bauarbeiten an der Realschule Füssen schreiten voran und Blick hinter die Kamera, ein Tag in der Allgäu-TV-Redaktion. Der Sommer hat sich gerade erst verabschiedet, jedenfalls aus meteorologischer Sicht. Da denken die Allgäuer auch schon wieder an den Winter und die bevorstehende Skisaison. Die Frontener sind dieses Jahr noch etwas früher dran mit ihrer Winterplanung. Sie erneuern seit Anfang Juni die Beschneiungsanlage rund um die drei Lifte des Skizentrums. Ein Millionenprojekt, das schon lange geplant wird, über das aber auch diskutiert wird. Wir haben uns den aktuellen Stand der Baustelle einmal angesehen. Das Bergpanorama über Pfronten. Noch ist alles grün, die Lifte des Skizentrums stehen still. Na klar, es ist ja erst Anfang September. Aber sobald der Winter da ist und die Skisaison losgeht, sollen auch die Pisten bereit sein. Und genau dafür wird seit Anfang Juni gebaggert und gebaut. Hier wird nämlich die komplette Beschneiungsanlage und alles, was dazu gehört, grunderneuert. Ja, wir brauchen einfach, um Schneesicherheit im Skizentrum garantieren zu können, eine schlagkräftigere Beschneiung und mehr Wasser. Und das macht man, und das wird jetzt einfach mit dieser Maßnahme quasi bewerkstelligt, dass wir wirklich schlagkräftiger in kürzerer Zeit auch tatsächlich dann Pisten und Schneesicherheit herstellen können. Konkret heißt das, wurden bislang rund 10 Tage für die Beschneiung des Gebiets gebraucht, soll das künftig innerhalb von nur 3 Tagen geschehen. Dafür sind in Zukunft rund 30 dieser Schneeerzeuger im Einsatz, die zum Großteil neu angeschafft wurden. Die Erneuerung der Beschneiungsanlage ist aber nicht die einzige Maßnahme. Gearbeitet wird außerdem an einer Hangsicherung. Zudem wird der sogenannte Tiroler Stadel an den Strom und ans Trinkwasser angeschlossen. Alles in allem beläuft sich das Großprojekt auf rund 4,5 Millionen Euro. Geld, das 1:1 von der Gemeinde Pfronten übernommen wird. Denn die ist alleinige Gesellschafterin der Skizentrum GmbH. Michaela Waldmann ist Bürgermeisterin von Pfronten. Das Großprojekt hier am Skizentrum begleitet sie schon seit Beginn ihrer Amtszeit im Jahr 2013. Denn die Erneuerung der Beschneiungsanlage ist schon seit gut 8 Jahren Thema in der Gemeinde. Grund für diese lange Planungszeit sei die Vielzahl an Verfahren. Liegt daran, dass wir uns in einem sensiblen Naturraum bewegen. Und dieser Naturraum ist einerseits unser Kapital, als Lebensraum, als Angebot für unsere Gäste natürlich auch. Andererseits aber auch Verpflichtung, da möglichst schonende Eingriffe, wenn überhaupt, vorzunehmen. Und diese Abklärung, was braucht man, was bringt die Beschneiung, für wen wollen wir es überhaupt machen, wo sind die Zielgruppen und wo sind die technischen Möglichkeiten und was sind dann die rechtlichen Voraussetzungen in Sachen Emissionsschutz, Forst, Wasserwirtschaft, Naturschutz natürlich, Baurecht. Inzwischen sind alle Genehmigungen erteilt. Und trotzdem, der Bund Naturschutz hat Bedenken, was das Projekt angeht, wie uns Hans Hack von der Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren erzählt. Der Geschäftsführer selber hat schon gesagt gehabt, dass es sensible Bergwiesen sind. Also weiter oben ist es schon so, dass es länger braucht, bis dann wirklich die Natur sich wieder erholt hat, beziehungsweise vielleicht sich nicht mehr erholt und nicht mehr so schnell erholt dann. Und das ist ein Eingriff, der auch nicht mehr gerechtfertigt ist. Neben dieser kurzfristigen Belastung der Natur denkt Hans Hack aber eher in die Zukunft. Energiewende und Beschneiung, für ihn und den Bund Naturschutz ein Widerspruch. Man kann es nicht mehr vertreten, dass man Strom nimmt und daraus Schnee erzeugt, auf dem man dann Ski fährt. Früher hat es den Schnee umsonst gegeben.
Heute muss er erzeugt werden und das kann man nicht mehr vertreten. Wenn man es verantwortlich mit der Energie umgeht, dann kann man das nicht mehr vertreten. Und vor allem mit der Energie, wenn wir die schaffen wollen, das predigen wir schon so lange, dass man Strom sparen muss. Und hier wird er meines oder nach dem Meinung vom Bund Naturschutz, wird er vergeudet? Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Natürlich brauchen wir Strom. Wir haben auch bisher im Winter Strom gebraucht mit der Beschneiung. Es ist so, dass wir mit dem E-Werk zusammenarbeiten, dass das E-Werk in unserem neuen Betriebsgebäude, in unserem neuen Pumpenhaus eine eigene Trafostation drin haben wird in Zukunft. Und der Stromverbrauch wird jetzt auch mit den neuen Kanonen definitiv besser, weil die neuen Kanonen wesentlich effektiver am Strom arbeiten können und auch weniger Strom brauchen als die alten Maschinen. Für Bürgermeisterin Michaela Waldmann ist deshalb das Ziel klar: die ökologischen und die ökonomischen Interessen vereinen. Also ich verstehe die Belange des Bundesnaturschutzes und im Übrigen auch der Behörden, die sich um Naturschutzthemen kümmern müssen. Und ich verstehe auch, dass man da sehr genau hinguckt. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Wir haben das so im Hinblick auf den Klimawandel diskutiert. Aber wir wissen halt und glauben zu wissen, welche Erwartungen unsere Gäste haben. Aber wie so oft im Leben, denke ich, muss man einfach den bestmöglichen Kompromiss finden zwischen den Aufgaben, die man zu klären hat. Und wir meinen und glauben, dass uns das gelungen ist. Im November soll das Großprojekt abgeschlossen sein. Dann sollen die Beschneiungsanlagen und auch die Lifte in Betrieb gehen. Pünktlich zum Beginn der Skisaison. Ein 32-jähriger Bodybuilder hat am Montagnachmittag einen bewaffneten Bankräuber in Heimenkirch überwältigt. Der Mann hatte gerade einen Überweisungsträger ausgefüllt, als der Bankräuber die Bank in Heimenkirch im Landkreis Lindau betrat. Wie inzwischen bekannt ist, handelt es sich bei dem Bankräuber um einen 54-jährigen Mann aus Tirol. Er bedrohte den Bankangestellten mit einer Waffe und forderte Geld. Ich bin einfach hingegangen, ohne groß nachzudenken, sagte der Bodybuilder gegenüber der Polizei. Beherzt hatte er dem Bankräuber die Waffe abgenommen und ihn mit Hilfe des Bankangestellten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, handelte es sich bei der Waffe um ein täuschend echt wirkendes Imitat. Mehr Nachrichten aus dem Allgäu haben wir gleich für Sie in Allgäu TV Kompakt. Das Allgäu, das bedeutet für mich Lebensqualität, Bergsteigen, Berge, Natur. Ja, und deswegen lebe ich hier. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggys und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen, direkt an der A8 und der B2 mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Waffenbier, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Diese Woche lohnt sich Woche bei Feneberg. Gelbwurst DLG prämiert, 100 Gramm nur 99 Cent. Melitta Kaffeepads, verschiedene Sorten, die 105 bis 112 Gramm Packung für nur 1,49 Euro. Oder Allgäuer Brauhaus Büblebier, verschiedene Sorten, die Kiste für nur 11,99 Euro. Diese Woche bei Feneberg.
Wir alle gestalten zusammen diese eine Welt und unsere Zukunft. Feiern Sie diese Idee beim großen Rapunzel Eine Welt Festival am 9. und 10. September in Legau. Menschen, Musik, Kultur und Kulinarisches aus aller Welt treffen beim Bio-Pionier Rapunzel aus dem Allgäu zusammen. Das ganze Programm finden Sie unter rapunzel.de. Schongauer Volksfest, das heißt atemberaubende Fahrgeschäfte und ein abwechslungsreiches Festprogramm. Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen. Mehr Infos unter schongauer-volksfest.de oder auf der Facebook-Seite. Das sind die Meldungen vom 6. September. Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einem Lehrkräftenotstand an bayerischen Schulen. Der Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger spricht von einem Mangel so groß wie seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr. Auch von der SPD und den Grünen kommt Kritik. Die Personaldecke sei auf Kante genäht, so Thomas Gehring von den Allgäuer Grünen wörtlich. Experten vermuten, dass zur ersten Grippewelle im Herbst so viel Unterricht ausfällt wie seit Jahren nicht. Tödlicher Verkehrsunfall. Auf der Bundesstraße 32 zwischen Geiselharz und dem Wangener Vorort Herfatz stießen heute Vormittag ein LKW und ein VW-Bus frontal zusammen. Die Fahrerin des VW-Busses wurde dabei so schwer verletzt, dass sie kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte noch im Fahrzeug verstarb. Der Lastkraftwagenfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B32 wurde voll gesperrt. Wie es zu dem schweren Unfall kam, ist noch unklar. Nachdem sich das Bauwerk als etwas widerspenstig erwies, konnte gestern dann doch noch erfolgreich das Mittelteil der historischen König-Ludwig-Brücke in Kempten ausgehoben werden. Wie gestern berichtet, wurde der 56 Meter lange Brückenabschnitt mit einem Gewicht von über 120 Tonnen von zwei Schwerlastkränen ausgehoben und auf der daneben gelegenen Schumacherringbrücke abgelegt. Heute ging es für die Bauverantwortlichen dann mit dem westlichen Brückenfeld weiter. Am Donnerstag wird das östliche ausgehoben. Die Auswertung der Füssner Tourismuszahlen des ersten Halbjahres 2017 ergibt eine deutliche Steigerung. Sowohl bei den Übernachtungen als auch bei den Gästen. Das teilt die Stadt aktuell mit. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 stieg die Zahl der Gesamtübernachtungen um 6,8% auf 559.548. Die Gästeankunft um 11,2% auf 218.523. Damit liegt Füssen prozentual über den Steigerungen im Allgäu und in Bayern. Einen Rückgang verzeichnet die Stadt aber bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. So blieb ein Gast im Durchschnitt nur für 2,6 Übernachtungen in Füssen. Ein Verlust von rund 63% bei der Apfelernte verzeichnen heuer die Obstbauern am Bodensee. Das geht jetzt aus Berichten des SWR hervor. Dass aufgrund des niedrigen Angebots die Preise steigen werden, gilt als wahrscheinlich. Vermarkter rufen jetzt auf, die Landwirte zu unterstützen und Äpfel mit Frostschäden trotzdem zu kaufen. Diese würden sogar deutlich besser schmecken, so der Tenor. Die schlechte Apfelernte geht auf den Frost Mitte April zurück, bei dem ein Großteil der Blüten abgestorben ist. Die Gemeinderäte Riedens fordern die Schließung ihres Asylbewerberheims. Das teilen sie in einer Resolution an Ministerpräsident Horst Seehofer und die bayerische Staatsregierung mit. Unterstützt wird die Gemeinde vom Bundestagsabgeordneten Stefan Stracke und vom Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl. Aktueller Auslöser der Forderung war ein Vorfall Ende August, bei dem laut Polizei ein Ehepaar aus Nigeria Polizisten sowie eine Mitarbeiterin des Landratsamtes mit einer Glasscherbe angriff. Außerdem beurteilen die Rieder das Asylbewerberheim als, Zitat, menschenunwürdige Unterbringung. Die Gemeinde, die derzeit 62 Flüchtlinge in der Unterkunft beherbergt, fordert die Staatsregierung auf, diese bis spätestens Ende 2017 anderweitig unterzubringen und das Heim zu schließen. Kayla verlässt Comets. Ryan Kayla, Headcoach der Allgäu Comets, verlässt sein Team nach 9 Jahren. Das teilt die Mannschaft aktuell mit. 2004 kam Kayla als Spieler aus den USA ins Allgäu. Seit 2009 übernahm er die Trainerposition. Er führte die Comets von der Regionalliga bis in die erste Bundesliga. Am Sonntag bestreiten die Allgäu Comets somit nicht nur das letzte Saisonspiel gegen die Ingolstadt Dukes, sondern auch das letzte Spiel unter Headcoach Brian Kayla.
Das letzte Saisonspiel der Comets sollte ja eigentlich bereits am letzten Wochenende ausgetragen werden, ist aber aufgrund des schlechten Wetters auf dieses verschoben worden. Ob das Wetter denn nun besser wird, das erfahren wir jetzt. In der heutigen Nacht fallen die Temperaturen auf 11 Grad im Unterallgäu bis maximal 13 Grad im Oberallgäu. Dabei bleibt es vielerorts trocken, nur im äußersten Ostallgäu könnte es leicht regnen. Bessere Aussichten liegen aber für den Donnerstag vor. Die Wolkendecke bleibt zwar noch über dem Allgäu, aber sie lässt so langsam wieder die Sonne durch. Damit steigen die Temperaturen auch auf allgäuweite 15 Grad. Etwas wärmer wird es noch im Oberallgäu mit bis zu 17 Grad. Außerdem bleibt es trocken, auch zur zweiten Tageshälfte. Weil aber mit fortschreitender Uhrzeit vermehrt Wolken aufziehen, wird es nicht wärmer als 16 bis 18 Grad. Etwas kühler ist es in der Allgäuer Bergwelt, dafür aber auch trocken. Mit 10 bis 14 Grad wird es auf dem Gründen am wärmsten. Am kühlsten auf dem Nebelhorn, die Werte liegen zwischen 3 und 8 Grad. Der 3-Tagestrend. Am Freitag wird voraussichtlich der sonnigste Tag der Woche bei Höchstwerten von rund 18 Grad. Am Samstag und Sonntag werden dann schon wieder Regenwolken erwartet. So langsam wird es wohl wirklich Herbst. Können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern? An die grünen Tafeln mit den Schwämmen, die riesigen Geodreiecke wie dieses hier, Overhead-Projektoren und die rollbaren Videoschränke, die man ausleihen musste, wenn im Unterricht mal ein Film gezeigt wurde. Und schon das war Fortschritt vor etwa 10 Jahren. Heute sehen Schulen schon etwas moderner aus, die Realschule Füssen etwa. Sie wird seit rund einem Jahr saniert, um eine der modernsten Schulen im Landkreis Ostallgäu zu werden. Wir waren dort und haben mal nachgeschaut, wie weit die Bauarbeiten so kurz vor Schulbeginn denn wirklich sind. Eine große grüne Tafel, ein Schwamm, ein Overhead-Projektor und viele hochgestellte Stühle. So oder so ähnlich sahen wohl fast alle Klassenzimmer der letzten 20 Jahre oder älter aus. Doch die hier wird nun von dem hier abgelöst. Und der hier hat durch den Einsatz dieser Kamera keine Verwendung mehr. Die Realschule in Füssen wird saniert. Und das von Grund auf, denn das Gebäude stammt aus dem Jahr 1966. Eine Erneuerung war also notwendig. Es liegt am Alter, ganz klar. Es liegt aber auch daran, dass sich die Unterrichtsmedien geändert haben im Laufe der Zeit und dass wir in den Klassenzimmern, in den ganz alten Klassenzimmern, eigentlich nur einen Overhead-Projektor und eine Kreidetafel gehabt haben. Und jetzt mit der neuen Umstattung, wir sind Pilotschule, Medientechnik, hat also jedes Klassenzimmer einen höhenverstellbaren Tisch, jedes Klassenzimmer hat eine Dokumentenkamera, jedes Klassenzimmer hat einen PC, wo man auch auf digitale Medien zugreifen kann, die von der Regierung freigegeben sind. Also optimales Arbeiten. Landrätin Maria-Rita Zinnecker begleitet das Projekt seit seinem Beginn im Frühjahr 2016. Denn die Realschule ist eine von 11 Bildungseinrichtungen, deren Sachaufwandsträger der Landkreis ist. Die heutige Besichtigung zeigt den Fortschritt der Schule ganz deutlich. Und für uns ist das ein Standardfaktor, unsere 11 landkreiseigenen Schulen, soweit möglich. Der Investitionsbedarf, die Mittel sind hoch. Wir freuen uns auch, wenn der Freistaat uns immer großzügig fördert. Aber für die Bildungsregion ist es von großer Bedeutung, dass unsere Schulen eben gut aufgestellt sind. Und was die Ausstattung betrifft, die Medientechnik, die Digitalisierung, auch die Fachräume, da sind wir permanent am Bauen, am Entwickeln, da unterstützen wir die Schulen sehr. Etwas über 7 Millionen Euro kostet das Großprojekt. Rund 4,8 Millionen übernimmt davon der Landkreis Ostallgäu. Der restliche Betrag stellt sich aus Fördergeldern zusammen. Eine hohe Summe, die sich aber rentieren soll. Zukünftige Energieeinsparung, sicherheitstechnische Maßnahmen und natürlich die genannte Medienausstattung. Der Ost-West-Trakt ist fast fertig. Doch es steht noch mehr an. Wir werden
jetzt dann im nächsten Bauabschnitt an den Nordtrakt gehen und auch da noch die Lüftung einbauen. Voraussichtliches Ende der ganzen Maßnahme wird vermutlich so Januar, Februar 2018 sein. Und dann sind noch die Außenanlagen dran, um alle Bauzufahrten noch zurückzubauen. Dann wird der Lehrerparkplatz noch gerichtet und dann sind wir eigentlich mit der großen Maßnahme durch. Für das Landratsamt und seine Vertreter eine langfristige Investition. Weil eben auf dem Arbeitsmarkt diese Realschulabsolventen sehr, sehr beliebt sind, sehr gesucht sind. Wir haben insgesamt Fachkräftemangel. Wir erleben es aktuell wieder. Viele Lehrstellen können schon nicht mehr besetzt werden. Und insofern ist es für unsere Unternehmen eine Schule mit Zukunft. Wir haben viele, viele Schüler und der Arbeitsmarkt freut sich. Die weiteren Schulen, man ist gut aufgestellt mit dem Realschulabschluss. Und insofern trägt der Landkreis gerne dazu bei, dass wir viele für die Zukunft erfolgreiche Absolventen haben. Und die sollen sich auch schon vor ihrem Abschluss wohlfühlen. Denn die fertig sanierten Räume und Flure sollen sich unter den Schülern und auch Lehrern bemerkbar machen. Maria Rita Zinnecker beruft sich dabei auf eine kürzlich herausgebrachte Studie der Ludwig-Maximilian-Universität München. Wie zu erwarten, kommt raus, es wird sehr deutlich, beeinflusst das Verhalten sehr deutlich bezüglich Kreativität, Lernfreude, Atmosphäre. Die Schüler lernen lieber. Und wenn wir jetzt unabhängig von dieser Studie von uns selber ausgehen, dann wissen wir sind alle auch mal in die Schule gegangen und sind in Räumen, egal ob jetzt dienstlich oder privat, dass die Raumatmosphäre, das Wohlfühlverhalten sehr stark beeinflussen. Schulbeginn ist der 12.09., also nächste Woche Dienstag. Bis dahin werden die Bauarbeiten zwar noch längst nicht abgeschlossen sein, doch das Endergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen. Und nächste Woche geht's dann auch schon wieder so richtig los für die Schüler. Trotz Baustelle fällt natürlich kein Unterricht aus. Das heißt, der Unterricht kann ganz pünktlich und wie geplant beginnen. Und wir sind in einer kurzen Pause und danach gewähren wir Ihnen einmal ganz besondere Einblicke in unseren TV-Alltag. So wie die Sonne die Blumen färbt, so färbt die Kunst das Leben. Hier steht der Genuss an erster Stelle. Umfangreiche Tipps zu Beauty, Wellness, Erholung, Freizeit, Sport und Gesundheit. Das Magazin zum Wohlfühlen im Allgäu und am Bodensee. Aussichtsreich. Es ist überwältigend, wenn man das Buch zuerst mal in der Hand hat. Wow! Man kann die ganze Reise noch mal nachvollziehen. Seite für Seite. Zu jedem Bild kommt uns wieder etwas in den Sinn, was wir damals erlebt haben. Großartig. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Plattner Heimtierfutter am Rande von Kempten. Hier gibt es insbesondere für Hunde, Katzen, Nager und Vögel das richtige Futter. Und wenn mal ein Tier besondere Ernährungsbedürfnisse hat, wie beispielsweise Hundedame Amy, ist man bei Plattner an der richtigen Adresse. Amy ist nicht mehr die Jüngste und braucht deshalb spezielles Futter. Hier setzt die Ernährungsberaterin für Hund, Katze und Nager Eva Plattner an und erarbeitet den optimalen Diätplan für sie. Wir nehmen uns da viel Zeit, es entwickelt sich im Gespräch. Man schaut, wo liegen die Probleme, wo sind die Bedürfnisse, was steht an, was wollen die Leute, was braucht der Hund oder was braucht das Tier. Und so wird dann in verschiedenen Bausteinen Schritt für Schritt die richtige Ernährungsform ausgewählt. Zusammen mit dem Kunden wird dann erarbeitet, was macht Sinn, was passt, was wird vertragen, so dass wir zum Schluss dann in der Regel eine Ration haben, die sowohl von der Menge her, als auch von den Nährstoffen und von dem Bedarf alles abdeckt und dann im besten Fall dem Tier natürlich super schmeckt. Angefangen hat man bei Plattner Mitte der 80er Jahre als Spezialist für Vogelfutter. Seither hat man sich dort einen exzellenten Ruf in ganz Europa erarbeitet. Privatleute, Züchter und Zoos finden hier für jede Vogelart das optimale Futter. Egal ob Papagei oder Kakadu, Wild- oder Gartenvogel. Was auch immer die gefiederten Freunde brauchen, kann hier fertig gemischt gekauft oder individuell zusammengestellt werden. Und auf Wunsch wird das alles auch in praktisch jeder beliebigen Größe ganz bequem nach Hause geliefert.
Wenn wir mit unseren Kameras unterwegs sind, dann um Ihnen einen Einblick in das zu geben, was bei uns in der Region so alles passiert. Veranstaltungen, Porträts. Oftmals nehmen wir sie dorthin mit, wo man vielleicht nicht immer so ohne weiteres hinkommt. Diesmal haben wir uns etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Denn vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, wie es eigentlich hinter unseren Kameras so zugeht. Wenn ja, dann gibt es jetzt den ultimativen Blick hinter unsere Kulissen. Also Allgäu TV Backstage sozusagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV in... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Allgäu. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins aus dem Unterallgäu und Memmingen. So kennen Sie uns aus den verschiedensten Allgäu-TV-Formaten. Doch die Zeit, die wir vor der Kamera verbringen, ist nicht mit der zu vergleichen, die wir dahinter arbeiten. Denn wirft man einen Blick in unseren Sender, dann sieht es meist eher so dort aus. Der CVD, also der Chef vom Dienst, behält den Überblick über die vielen Drehs, die in einer Woche so anstehen. An unserer Planungstafel wird alles akribisch aufgelistet und festgehalten, damit ja kein Dreh untergeht. Wir haben unsere Woche. Wir arbeiten wirklich immer von Woche zu Woche, also relativ kurzfristig planen wir, weil wir natürlich auf die aktuelle Nachrichtenlage einfach reagieren müssen. Wir können natürlich nicht 20 Drehs am Tag machen, sondern wir haben ja eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern und auch eine bestimmte Anzahl an Kameras und Equipment, was wir zur Verfügung stellen können. Und deswegen planen wir dann je nachdem die Drehs. Und kommt man von einem Dreh, ist die Küche meist die erste Anlaufstelle. Schließlich muss das gefilmte Material erst auf den Computer übertragen werden. Da bleibt meist noch etwas Zeit für einen Kaffee. Bei mir ging es heute um Fledermäuse bzw. ihre Behausungen, die sie im kommenden Winter bekommen werden. Da werden nämlich Röhren im Oberdorfer Wald gebaut, damit die Fledermäuse auch erhalten bleiben in diesem Wald. Ja, und da war ich dann heute früh drin. Jetzt habe ich eingespielt mein ganzes Material. Also habe ich auch selber gefilmt und genau, jetzt bin ich gerade am Text schreiben und dann schaue ich, dass das so schnell wie möglich fertig wird. Denn man darf nicht vergessen, ein Dreh dauert rund 2 Stunden, die Nachbearbeitung etwa 4 und am Ende kommen dann 3 bis 4 Minuten heraus, die dann in den Allgäu-TV-Nachrichten ausgestrahlt werden. Jetzt müssen wir leise sein, denn jeden Tag um 14 Uhr findet hier die Redaktionssitzung statt und da werden wir jetzt mal hin. In dieser Sitzung reden Redakteure und Techniker über die gestrige Sendung, was gut gelaufen ist und was verbessert werden kann. Und natürlich über bevorstehende Themen. Es klingt vielleicht am Anfang ein bisschen langweilig, aber dieses riesengroße internationale Briefmarkentreffen findet nur alle 7 Jahre auf deutschem Boden statt. Und dieses Mal in Memmingen halt. Wer unter Zeitdruck ist, hört mit einem halben Ohr zu. Alle anderen bringen Vorschläge und Ideen mit ein. So werden die verschiedenen Formate von allen mitgestaltet. Und wie es nach der Redaktionssitzung bei uns im Sender weitergeht, das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Ja, so sieht das aus bei uns. Und wenn Sie jetzt sagen, so einen Arbeitsplatz könnte ich mir auch gut vorstellen, oder falls Sie vielleicht jemanden kennen, der sich bei uns wohlfühlen würde, dann bewerben Sie sich doch einfach unter bewerbung@allgäu-tv.de. Wir suchen nämlich noch einen Redaktionsvolontär. Machen Sie sich einen genaueren Eindruck von unserem Sender und unserem jungen Team in der aktuellen Folge Allgäu TV Spezial hinter den Kulissen. Diese sehen Sie heute Abend 19.45 Uhr und 22.30 Uhr. Sie wird dann eine Woche lang regelmäßig in unserem Programm wiederholt. So viel für den heutigen Mittwoch. Morgen geht es bei uns um das Kinderhospiz St. Nikolaus. Wir waren dort und haben besondere Einblicke und Eindrücke erhalten. Mehr dazu morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und angenehmen Abend.